Und herzlich willkommen wieder zurück zu Phoenix Rider Ace Attorney. Justiceful all. Yes. Last time we broke the blockades. These locks from this little girl, and we smashed her with this Magatama thingy here. So we speak English. And Daniel, how are you today? Harambe. Harambe, yes. Nichts auf vor Harambe. Okay, was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Gehen wir zum Holzsteg. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt eigentlich, ne, wo wir jetzt weiter und wo warum wir und wie oft. Also ich weiß, dass wir Pearls Dings da geknackt haben. Ja, die hat aber auch was haben wir dann herausgefunden? Wir haben herausgefunden, dass Pearly während der Mord geschah, die Urne kaputt gemacht hat und sie wieder zusammengesetzt hat. Ja, gut. Ja, die hier. Sitzt uns für sie aber nicht viel. Ja, wer weiß. Ja, erzählen Sie mir von Scheiße. Was ist ein Unfall? Ja, von ihrer Schwester, ey. Haben wir schon mal vorgelesen, ja, ich weiß es. Ja, habe ich schon mal vorgelesen. Ja, richtig. Ja, an wen haben Sie dabei gedacht? Ein Unfall einer anderen Person. Wir haben nichts dazu, oder? Nee. Ich sag ja, wir können es nicht machen. Ich komm wieder. Irgendwas fehlt uns, wir brauchen Informationen, Mann. Hab ich Pearly? Nee. Nee, Pearly weiß nichts mehr. Und wenn, dann komme ich wieder zu dir. Sag's dir, Klein, ich komm wieder. Ich rede mit dem Nichts. Warte mal, ist die noch... Hast du mir noch was zu sagen, du olle Schlampe? Nein, hat sie nicht. Zu dieser Person. Oh, es ist dieser Mann, nicht wahr? Ein Mann, der mit der Kraft eines verschwundenen Geistes seine Schwäche verdecken will. Welch ein unbedeutender Mann. Und sehen Sie nur, wie er erbärmlich erstarb. Unbedeutend? Das heißt, dass Sie der unbedeutende kleine Freund dieses Mannes sind, mein Herr. Das heißt dann wohl, dass Maya meine unbedeutende kleine Assistentin ist. Wow. Oh, Punchline, das hätte er ja sagen müssen. Was halten Sie davon? Es tut mir schrecklich leid, aber ich fürchte... Ja, halt's mal. Ist noch Lotta irgendwo? Die ist ja irgendwo abgelaufen. Nein, Lotta ist in sich gegangen. In sich gegangen und wird nie wieder zurückkehren. Sie ist jetzt in einer besseren Welt wie... Oh! Okay. Mal was Neues. Puh, ich glaube, ich habe alles gefunden, was ich finden konnte. Aber ich verstehe nicht, wie das alles zusammenpasst. Und ist das nur ein Zufall, dass Inimine hier ist? Wer ist das? Hey, du da! Wieso war der Geist, den Dr. Gray rufen wollte, jene Krankenschwester, die ausgerechnet Inis Schwester ist? Und das passt etwas zu gut. Phoenix, wer ist das? Wünschte, ich wüsste etwas mehr über Ini. Aber wo gibt es solche Infos? Ach, ich verstehe. Wer ist das? Oh nee, du machst dir nicht die Mühe, dich mit Abschaum wie mir abzugeben, Herr Hochnäsig. Ach, Lotta. Oh, du hast mich ja doch bemerkt. Ich dachte, ich hätte eine Mücke in meinem Ohr so gehört. Nun, das muss ich dir schon lassen. Du weißt, wie man Abfall aufspürt. Ich meine, ich bin dir dankbar, dass du dieses Stück Müll so gehetzt hast. Danke. Aber weißt du, du vergeudest nur deine Zeit. Ich komm schon allein klar. Was faseln Sie da? Was das Aufschwimmen und Hetzen betrifft, ist das nicht genau das, was Sie tun? Nun, verstehst. Du bist nicht gerade ein wahrer Gentleman, wenn es um das Herz einer Lady geht. Sie sind doch nicht gerade die größte Charmeure der Welt. Ist ja. Nee. Sieht komisch aus. Sie hat so voll das Froschface. Und ein Afro. Mal, das mit der Verhandlung heute tut mir echt leid. Wenn ich mich voll in etwas reinsteige, dann ist es unmöglich, mich aufzuhalten. Ist ja mal wirklich übel einen Schaden zugefügt, Lotta. Ich nehme an, du kannst dein Mädel wie mir nicht verzeihen. Sollen wir verzeihen? Ja. Nun, vielleicht schon. Ist ja mal schließlich auch wieder geholfen. Ehrlich? Ja, ehrlich. Ach, Gott sei Dank. Ich bin noch? Was? Nee, nichts, gar nichts. Sie sprechen nur mit mir selbst und quatschen. Nun denn, Lotta hart zu deinen Diensten. Werde all den Schmutz, den ich ausgegraben habe, mit dir teilen.
Dankeschön. Ey, du nicht so überrascht. Ich werde dir das sogar umsonst geben. Sonst will kein Geld. Jetzt weiß ich, dass sie ein außerirdischer Klon ist. Wenn Maya nicht die wahre Mörderin ist, wer glauben sie, war es dann, Lotta? Nun, zu Ellie. Ist das nicht offensichtlich? Und zwar dieser Okkultismus-Freak. Sie meinen Ini Mine? Mini, 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 Mu? Nun, jemand anderes kommt wohl nicht in Frage, oder? Die Oma, du und ich, wir waren ja die ganze Zeit zusammen. Lotta verdächtigt also Ini. Das heißt, sie könnte schon etwas über die mysteriöse Ini herausgefunden haben. Mysteriöse Ini. Hey du, sag mir was über die. Ey, das ist Ini Mini 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 Mu, oder? Ja, ich habe mich gefragt, ob sie etwas über dieses Mädchen wissen. Tja, ich habe tatsächlich über Nachforschung über sie angestellt. Es war ihre Schwester, die Dr. Gray aus der Welt der Geister zurückrufen wollte. Ja, davon habe ich gehört. Ich habe auch gehört, dass Ini diejenige war, die Dr. Gray nach Kuh reingebracht hat. Ist das dein Ernst? Dass ich ja vielleicht raffiniert gehöre. Ach. Soll ich dir noch mehr darüber sie erzählen? Nö. Nein. Schon okay, braucht man nicht. Nee. Brauchen keine Infos. Wenn es gerade um Ini geht, haben Sie irgendwelche anderen Informationen über sie? Nicht, dass ich sie brauche. Sicher. Nun, sagen Sie sie mir. Hahaha, das wird dich etwas kosten. Siehst du, ich bin ein hinterlistiges Schabübsche. Ach, ich Dummerchen. Ich hatte umsonst bedeutet kein Geld davon. Ich dachte, das Mädchen war vor einem halben Jahr im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Aber warum? Nun, verdammt ich. Das kannst du ja aber selbst rausfinden. Hä? Ja, ich gebe dir die Adresse der Klinik. Vielleicht findest du ja etwas heraus. Vielleicht. Was soll das denn heißen? Nun, sieh mal, ich dachte mir nämlich, dass das ätzend wäre. Deswegen war ich nicht dort. Ah. Nun, so läuft's nun mal, nicht wahr? So läuft es also. Greif! Sie meinen, ich meine, sehen Sie, geben Sie nicht mir... Na, was soll's. Sieht so aus, als hätte ich keine Wahl. Ich sollte mir die Hottie-Klinik mal ansehen. Oh, jetzt wird's Hottie. Nee. Jetzt wird's richtig Hottie. Wer hat das übersetzt, bitte? Die Hottie. Oder heißt die echt auch so? Ja, die heißt wirklich auch Hottie-Klinik. In der englischen Version. Und der Hottie-Klinik, da steht Anmeldung oben. Da ist ein komischer, da ist der Nase, der hat sich das Bein gebrochen. Wir lagen hier also im Krankenhaus. Den darfst du besprechen. Ja. Möchtest du einen Patienten besuchen? Ach ja, es ist einer der Ärzte hier. Ich bin Direktor Hottie. Ich dachte nicht, dass ich mit dem Direktor selbst spreche. Kann ich hier behilflich sein, Ich würde Ihnen gerne einige Fragen zu Frau Ini Mini Mini Mu stellen. Frau Mimi, 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 ja, sie. Ja, ist aber schade. Ich sag dir was, dieses Mädchen wurde schon vor langer Zeit entlassen, ja. Hier stecken Sie also, mein Lieber. Sie wissen doch, dass Sie nicht abhauen sollen. Zurück aufs Zimmer mit Ihnen. Ach, Herr Zuckermäulchen, beruhigen Sie sich, seien Sie ja nicht so streng mit dem alten Mann. Fangen Sie bloß nicht wieder mit der Zuckermäulchenmasche anzufangen. Ich bin ein Herr, wenn Sie wissen. Wenn Sie sich nicht bewegen, werden Sie aus diesem Krankenhaus geworfen. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie Schwester und so direkt und so Amtschef sind. Vor allem der Laden. Glauben Sie doch, seien Sie ein braver Junge und geben Sie den Kindern des Direktors. Okay, verstehe schon. Was, hä? Genug jetzt mit dem, ja, wer zur Hölle sind Sie? Ich bin Direktor Hottie. Na, ist noch nicht dran, schade. Die Schwester ist einfach verschwunden. Der Einzige, mit dem ich reden kann, ist dieser Typ. Direktor Hottie. Na, der macht mich nervös mit seinem ständigen Mann, ey. Angeblich ein seltsamer Patient, der sich für direkt dort hält. Scheint sehr gesund zu sein. Okay. Er war der Mörder, eindeutig. Ja. Nun, was wird eigentlich genau in dieser Klinik behandelt? Ja, also, wir behandeln alles Mögliche. Ärztliches, klinisches Zeug und so. Ärztliches, klinisches Zeugs?
Nun, also, genaue Details kenne ich nicht. Die interessierten mich irgendwie noch nie. was soll dieser Blick? Gleich um die Ecke ist ein großes Allgemeinkrankenhaus. Wenn die nicht alle aufnehmen können, werden die Patienten hier verlegt. Die wird auch operiert, oder? Hier werden Schönheitsoperationen gemacht, glaube ich. Glauben Sie? Ich glaube, das ist so. Ja, genau. Ini, meini, mini, mu. Was wissen Sie über Frau Ini, mini, meini, mu? Jetzt verstehen wir uns. Sie wurde ja verlegt aus dem Allgemeinkrankenhaus. Aus dem Allgemeinkrankenhaus? Hierher? Welche Art von Operation war denn erforderlich? Sie musste operiert werden. Das war echt schlimm, richtig schlimm. Was für eine OP war es also? Du weißt, dass ich das etwas, was ich nicht sagen kann. Herzlich, ich weiß nicht. Ja, und das sagen Sie mit einem freundlichen Lächeln, Herr Direktor. Sieh mal, das ist eben diese Sache, dass Ärzte nicht über Patientenzeug reden dürfen, Mann. Das kennen wir doch aus dem Fernsehen, oder? Ja, du hast doch auch schon gesehen. Werde ich wohl niemals dazu kriegen, dass er mir irgendwas verrät. Es muss doch etwas geben, was ich dem alten Kopf zeigen kann. Pauli! Stehst du auf kleine Kinder? Nun, zu diesem Mädchen. Ist das nicht die Patientin in das Zimmer 206? Ich bin mir sicher, dass sich diese niedliche Schwester sehr gut um sie kümmert. Diese Schwester hat gesagt, das Mädchen hätte Windpocken oder Masern. Grippe? Paul, geht es echt gut, aber wenn mir die Schwester jetzt richtig leidet. In der japanischen Version hat er einen pädophilen Joke gebracht. Wurde in den anderen Versionen zensiert. Ja, der hätte sonst gesagt, ja, darf ich sie mal untersuchen? Was war so? Maya. Du kriegst Mia hier. Würden Sie bitte mal einen Blick auf diese Person werfen? Oh, das ist ein tolles Exemplar, Frau. Ich würde sie gerne mal treffen. Bringen Sie morgen vorbei. Ich werde mich speziell ihrer annehmen. Versprochen. Ja, sie ist schon tot, sorry. Was glaubt ihr wohl? Das ist eine medizinische Einrichtung. Okay, wie wär's mit Franziska? Diese Person. Oh, die ist nett. Dieser Blick in ihren Augen. Sieht aus wie eine Königin. Sie starrt mich an. Ihr Blick lässt mich an meine Tränen ersticken. Ich wurde von ihr gepeitscht. Das hat verdammt wehgetan. Oh, wow. Ich beneide dich so sehr. Nun, hast du geweint? Wie hat es sich angefühlt? Ich habe ein wenig geweint, glaub ich. Ich kann mich nicht erinnern. Nur bitte. No, please. Oh, dass ihr aber auf alte Leute steht. Ah, oh, schade, okay. Ja gut, dann halt ich halt. Nein. Guck mal, er hat eine Vollzuckung gekriegt. Hat schon die ganze Zeit Zuckung, bitte. Ja, ich weiß. Aber jetzt müssen wir die Zuckung machen schnell. So, Mann, das macht mich selber. Wir müssen ihm irgendwas zeigen, so was können wir ihm denn zeigen. Was passt denn? Warte mal, hier das Leitungszeit. Was wissen Sie also darüber? Ich sehe das in mein Gedächtnis. Das ist leer. Ja, ist echt langweilig, deswegen. Wie soll ich das sagen, wenn du schönere Dinge hättest, nun ja. Schön? Müssen wir wirklich ein Bild von Maya zeigen? Warte mal, wir haben doch hier Mimi. Zu dieser Person. Es ist irgendwo. Ich glaube, ich habe sie schon mal irgendwo gesehen. Ja. Nun, wenn sie morgen zur Sprechstunde kommt, werde ich sie wieder erkennen. Ich glaube das nicht. Haben wir ja schon gezeigt. Okay, dann machen wir mal, ja. Nun, zu diesem Mädchen. Sie ist, nicht die Beste, ja. Aber sie wäre eine tolle Kandidatin für eine Operation, ja. Das ist wirklich das Einzige, was ich verordnen kann. Wovon faselt er da? Was für eine Operation? Ach, Phoenix, du hast keine Ahnung. Was müssen wir ihm zeigen? Komm schon, Hottie. Zeig ihm Lotte. Nein. Oh Mann. Irgendwann, okay, machen wir jetzt gleich. Hier stehst du auf haarige, buschige Mädchen. Würde sie gern zu dieser Person befragen? Nein. Ja, okay, will er nicht. Okay, schon. Schade. Mag er nicht. Er steht nicht auf Mathe-Bauschau.
Was denn? Ich hätte eigentlich auch gedacht, der Zeitungsartikel, aber irgendwie müssen wir ihn ja dazu bekommen, dass er uns sagt, was genau, warum genau sie operiert wurde. Ja, Frau Mini ist echt niedlich auf dem Foto. Stimmt doch, oder? Ja, gewiss. Ich wünschte, ich könnte sie wiedersehen. Vielleicht beim nächsten großen Unfall. Das werde ich ihr ausrichten. Ja, bitte. Ich werde auf sie warten. Ich warte schon. Unfall. Der hat doch gesagt, er hat einen Unfall gehabt. Ja, aber... Warum hat Phoenix darauf nicht reagiert? Eigentlich müsste es Monday. Irgendetwas, was ich dir zeigen kann. Vielleicht haben wir das ja noch nicht. Kann ja auch sein. Rosam ist... Vielleicht ist irgendwas. Wir kriegen es vielleicht mit Maya. Ja, erstmal noch hier. Vielleicht hat Maya ja irgendwas. Ja. Wow. Okay. Mia! Phoenix, schön dich zu sehen! Ich habe mir echt Sorgen gemacht, deswegen wollte ich sehen, wie es dir so geht. Dann könnte es wieder gefilmt werden. Manchmal muss man im Leben gewisse Risiken eingehen, oder in meinem Fall im Tod. Wie auch immer, wie geht's dir? Hast du was Brauchbares rausgefunden? Nur wenig. Ich glaube, so langsam komme ich dahinter, stückweise sozusagen. Alles wird sich bis morgen irgendwie auflösen. Wirklich? Du hast immer noch deine Blockade irgendwie. Es gibt noch eine Menge Fragen, die du morgen vor dem Prozess beantworten musst. Du meinst, wie zum Beispiel der wahre Mörder in das Zimmer gelangen und Dr. Gray töten konnte? Ja. Und wann hat der Mörder den Beschwörungsraum betreten? Ihr standet doch alle vor dem Zimmer rum, nachdem die Beschwörung begonnen hatte. Das heißt, der Mörder muss vor der Beschwörung in das Zimmer gegangen sein. Jedenfalls glaube ich das. Aber Maya hat doch schon gesagt, dass niemand sonst da drin war. Stimmt auch wieder. Wenn ich ermittelt wurde, aber geht es uns in einem gestrandeten Ball. Ich vermute ja, dass der Mörder in der Kiste war. Ich dachte, ja, ich würde diesen Tag nie erleben. Fragst du mich ehrlich nach der Beschwörung? Dieser ganze Fall dreht sich doch um Beschwörungen. Und ich habe das Gefühl, dass ich überhaupt nichts davon verstehe. Nun, das ist ganz normal. Schließlich sind Beschwörungen nicht sehr täglich, oder? Ja, ich glaube, du hast recht. Die Fähigkeit, seine psychische Erscheinung in die Person zu ändern, die man ruft. Physisch, nicht psychisch. Entschuldigung, hab mich verlesen. War etwas, was sich unsere Vorfahren, die mystische Amy Faye, angeeignet hat. Diesen Namen habe ich schon mal gehört. Ja, die Familie Faye war ursprünglich für die Verehrung der Götter bekannt. Haha. Als die mystische Amy auf die Welt kam, war durch ihren Namen ihr Schicksal bestimmt. Denn sie wurde nach einem der Buddhas des Buddhismus Amitabha benannt. Wow. Amitabha, was soll ich? Zum heutigen Tag ist ihre Seele in der heiligen Urne von Korain eingeschlossen gewesen. Normalerweise steht die Urne auf dem Holzsteg und sie trägt Amys Namen. Was ich mich jetzt gerade frage, sind die Face Buddhisten? Kann ja sein. Kann sein, aber ja. Das würde dem Buddhismus an sich widersprechen, weil der Buddhismus besagt, die Seele wandert nach dem Tod in einen anderen Körper. Deswegen. Vielleicht haben sie auch eine Art eigene Religion gegründet. Kann sein. Auf Grundlage des Buddhismus. Kann möglich sein. Dann haben sie aber ganz schön viel aus dem Buddhismus rausgeworfen. Egal. Ja. Ach, Mensch, Phoenix, das ist doch nur ein Märchen. Haha. Dass ich dich sehen kann. Das ist auch nur ein Märchen, oder wie? Nun, es ist an der Zeit, dass ich verschwinde. Mia. Wir stecken in großen Schwierigkeiten, wenn der Wachmann mich hier sieht. Der Nasenjunge, der schläft schon wieder. Ja, Chefin. Es gibt noch einiges an Schmutz in diesem Fall. Wenn du glaubst, alle Beweise gesammelt zu haben, dann komm wieder zurück. Ja, Chefin. Beschmutzt. Ach komm schon, ich will... Beschmutzt. Ich muss dann gleich wieder in die Hottie-Klinik, aber... Das klingt mal. Ja, was denn? So heißt die Klinik. Das ist total dumm. Habe ich irgendwas verpasst?
Wir brauchen irgendwas, damit er uns verrät, weshalb sie operiert wurde. Sie wurde ja offensichtlich operiert, weil sie einen Autounfall hatte. Und dann können wir auch schon ihr erstes Ding sie beantworten. Wer hatte vor kurzem einen Autounfall? Sie selbst hatte einen Autounfall. Nein, das ist okay. Ich hätte ihnen nichts derartiges Triviales zeigen dürfen. Es tut mir sehr leid. Das ist so komisch, mit einem Kind so zu reden. Oh, trivial. Wofür ist die verfickte Truhe? Ich weiß, wofür sie gut ist und ich weiß, welche Rolle sie im Mord gespielt hat. Ja, im Gericht braucht man die, aber... Ja, ich will nicht genau zurück. Alter, ich hasse dich so sehr, du komisches Vieh. Okay, wieso will ich mich umschauen? ja. Irgendwas. Nein! Wer weiß? Ich kann ja jetzt jeden. Ich gehe jeden Beweis. Fuck it. Oh Gott. Oh Gott. Ist das der Tatort? Tja, das hatte ich gemeint. Ja, hübsch. Das ist hübsch und aufregend. Was meinen Sie? Fällt Ihnen irgendwas auf? Das ist auf jeden Fall hübsch. Ich mag dieses Foto. Wie sieht das Foto nochmal aus? Ich glaube, das war die mit der... Ja, klar, warum nicht? Ja. Bestimmt, weil man nur Brüste sieht. Ja, wahrscheinlich. ja, darf ich mir das ausleihen zu privaten Forschungszwecken? Nein. Nein. Besser nicht. Sollte seine Forschung besser nicht unterstützen. Are you fucking kidding me? Hier, guck mal. Okay, er weiß auch nichts über Pistolen. Ja, okay, er ist nur ein Arzt. Er weiß nur Sachen über Brüste, Mann. Ja. Tja, das ist genau das gleiche, Mann. Das ist genauso hübsch. Ja, ich mag das Foto. Guck mal, weißt du was zur Truhe? Nein, auch nicht. Ja, hätte ich mir gedacht. Warte mal. Okay, nee. Der mag also dann auch. Irgendwie nein. Irgendwie nein. Nein. Ich zeig dir dich selbst. Oh, das bin ich. Ja, ein schönes Haar. Zeig meine Klugheit. Solltest du auch versuchen, die neue Frisur, die ich erfunden habe. Ach, danke schön. Das hat keinen Bedarf. Ah, die Frisur ist so toll. Ja, pink und irgendwie so ein... Ja. Weiß ich nicht, was da stehen soll. Weiß nicht. Ja, wahrscheinlich einfach genau auf der Mitte von seinem Kopf so ein Haarbüschel. Ja, warum nicht? Und dann hat er sich dann pink gefärbt. Warum auch immer. Wahrscheinlich damit er seine Jugend behält oder so. Hier, guck mal, ich hab einen Anwalt, zwar hab ich dir noch gar nicht gezeigt. Was ist das? Ich bin Anwalt. Im Moment untersuche ich einen Mord. Sag mir jetzt nicht, ich sollte dem die Anwalts... Ja, was soll dein zorniger Blick? Gewalt ist keine Lösung, ja. Morgen ist die Verhandlung und ich hätte wirklich gerne Informationen von ihm. Wow, ich muss ihm wirklich meine Anwaltsmarke zeigen. Das ist das erste Mal, dass die Anwaltsmarke so riecht. Das hast du sonst immer als erstes gezeigt. Ja, ich weiß, Mann. Ist das so? So ironisch. Tja, weißt du, ich denke, ich kann dir ein kleines Geheimnis mitteilen. Was wäre das? Bin ich nicht der Direktor. Wollen Sie mich veräppeln? Verarschen? Jeder mit einem halben Fliegenhirn wusste das. Wie meinst du das? Muss ich ihm das erklären? Nun, Moment mal. Ich gebe dir etwas Informationen, okay? Ja. Eigentlich bin ich die, ich bin die wandelnde Lexipädie. Sie meinen die wandelnde Enzyklopädie. Ich weiß nicht, was eine Lexipädie sein soll. Ja, genau. Und meine Spezialität sind seidenweiche, richtig heiße Patienten. Ich weiß aber alles über sie, aber es ist mir peinlich, darüber zu reden. Diese Greifbewegung, die macht ihr so ekelhaft. Diese, komm her. Die Bewegung, die macht, macht mich alle aggressiv. Ja, wie wär's, wenn sie solche Infos für sich behalten? Wie auch immer, du wolltest doch etwas über Fräulein Ini Mini 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 wissen. Fräulein Ini Mini Mini Mu? Dieses Mädchen, ach, ich kann mich sehr gut an sie erinnern, sehr gut. Danke.
Hör auf, diese Bewegung zu machen! Du regst mich noch mehr aus als Dr. Turner Gray hier, dem Mittelwerkzeug. Sagen Sie mir bitte, was Sie über Mini-Mini-Mini-Mu wissen. Ja, Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mu. Dazu komme ich dann noch. Vertrau mir, das mache ich. Jenes Mädchen, also Mini-Mini-Mini-Mini-Mani-Mu. Stimmt, sie wurde hierher verlegt aus dem Allgemeinkrankenhaus. Das war vor einem Jahr. Sie war eine von diesen Notfällen. Was fehlte ihr? War sie krank? Krank? Nee. Sie war verletzt, nicht krank. Das erkannte ich mit meinem geschulten Auge. Jupp, ich sah, wie riesig die Titten waren. Eine riesige Titte? Ihr ganzer Körper war völlig in Bandagen eingehüllt und der Arm war eingegipst. Das klingt wirklich ziemlich übel. Ja, es war ein Unfall. Die sind beängstigend, die Autos, nicht wahr? Ja. Auto? Sie meinen, es war ein Verkehrsunfall? Jupp. Dabei hat sie diese schrecklichen Verletzungen erlitten, war in der Zeitung. Ja, habe ich alles nachgelesen, das war schrecklich. Würde ich überhaupt danach fragen, was mit dem alten Mann nicht stimmt? Oh, zwei neues Zeugs. Gerade eben, haben Sie etwas von einer großen Operation erwähnt? Meinst du etwa Frau Inis Operation? Ja, Frau Inis. Ja, das war ein höllischer Unfall. Ja, ihr ganzes Gesicht war verbrannt wie Toastbrot. Das war schlimm, sehr schlimm. War es wirklich so schlimm? Es war gut, dass Frau Ini ein Foto von sich dabei hatte. Ich habe gehört, dass ihr Gesicht anhand dieses Fotos rekonstruiert wurde. Foto? Das Mädchen. Nun, sie hatte gerade erst ihren Führerschein bekommen. Nun, sie hatte zufällig ein Führerscheinfoto dabei. Oh. Also, ich bekam ihr Foto zur Erinnerung, ja. Nun habe ich wohl eher gemobst. Ein Verstoß gegen die Berufsehre? Oh, Moment mal. Was ein hübsches Mädchen wie Sie. Ich wette, Sie hat viele Bilder von sich. Sicher. Das ist ein Schatz, mein Schatz, mein Schatz. Ja, mach den Golden. Das ist aus dem Führerschein geworden. Wer weiß, ich habe nicht danach gefragt, ist wohl im Auto verbrannt. Cappuccino, hallo. Ja, leg den Boden. Okay. Führerscheinfoto. Oh, geil. Nein, Capu, das ist mein Capu. Geh weg, Kusch. Okay, so. Böser Capu. So. Dann machen wir so einen Unfall, so. Sie haben also Informationen zu Inis Unfall nachgelesen, richtig? Jupp, gewiss. Ja, ich habe jede Zeitung gelesen, die damals darüber berichtete. Was war das? Ich habe keine Hobbys. Wissen Sie das noch? Ja, warte mal, ich hole ihn für dich. Den Artikel meine ich. Hä? Sie haben ihn? Nun, verstehe mich da nicht falsch, ich dachte mir, dass mal so etwas passiert. Total besessen. Von dem könnte ich lernen, wie man einem Hinweis nachgeht. Hier ist er. Laut diesem Artikel saß Frau Ini auf dem Beifahrersitz. Auf dem Beifahrersitz, ha? Und hat geschlummert, so heißt es zumindest. Ein heftiger Ruck hat sie aufgeweckt und sofort war sie von Flammen umhüllt. Frau Ini kämpfte mit der Tür, öffnete sie schließlich und kam irgendwie raus. Jedenfalls können Sie all die Details in dem Artikel nachlesen. That's nice. Ein neuer Hinweis. Dem sollte ich wohl mal nachgehen. Das ist ein halbes Jahr her, dass Frau Ini operiert wurde und sie hat sich erholt. Sie wurde irgendwann im Dezember letztes Jahr entlassen. Das ist schon ein halbes Jahr her, ha? Ja, also, wie war ich? Ich war dir eine echte Hilfe, nicht wahr? Ja, vielen Dank. Ja, nun, dann werde ich mal wieder zurück auf mein Zimmer gehen. Grüß Frau Ini von mir, okay? Ja. Ich muss jetzt auch gehen. Ja. Ach. Okay, ich muss das jetzt unbedingt hier raus. Okay. Okay, was haben wir jetzt? Lest mal den Scheiß. Lest den Scheiß. Okay. Ui, hat sogar drei Seiten. Okay, Abtraum auf dem Highway. 24. Mai. Gestern Nacht raste ein Fahrzeug mit zwei Frauen in die Mitleidplanke. Eine der Frauen konnte dem brennenden Wrack nicht entkommen und starb am Unfallort. Die Untersuchungen ergaben, dass die Fahrerin am Steuer eingeschlafen war. Frau Inimine, das ist auf so vorlesen, Frau Inimine Stimme.
Ich war, naja, wirklich müde. Ich schlief ein, dann war dieser Unfall. Ich wachte in einem Flammen auf. Ich war im Halbschlaf und öffne die rechte Tür und stürze hinaus. Ich erinnere mich sonst an nichts. Laut Inimine war es ihre Schwester Mimimine, die am Steuer saß. Mimimine Mainimu war Krankenschwester in der chirurgischen Klinik Dr. Gray, in der 14 Patienten versehentlich an einer Überdosis starben. Alles reiner Zufall. Oh nee, jetzt gibt's noch mehr Schlagzeilen und Gerüchte. Ja, ach so, das ist der gleiche Unfall gewesen, verstehe. Ja, ist der gleiche Unfall. Ines Foto von ihren Führerschein, Direktor Hottis gehüteter Schatz. Oh Gott. Nein. Please. Okay, wir wissen, Ini und Mimi sind beide im Unfall, und Mimi ist gestorben und Ini ist noch hier. Okay, schön. Ja. Und Inis Gesicht musste wieder rekonstruiert werden. Anhand des Führerscheinfotos hier. Ja. Wow, voll toll. So, das war's voll dann aber eklig mit dem Part. Ja. Ja. Ja, Charlie ist hier und Charlie sagt uns. Hallo, jetzt, Charlie. Ja. Wir sollten Charlie mal wieder gießen. Und ich denke mal, während wir ihn jetzt gießen, können wir einen kleinen Cut machen, nicht wahr? Natürlich, natürlich. Okay, okay, dann gießen wir ihn und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ja, ciao.